Und damit ist wieder ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal GamePilots. Ich bin's wieder, euer Mai. Schön, dass ihr dabei seid. Und zwar heute mal zu ein bisschen Spaß, würde ich sagen. Also zumindest für euch. Ich habe mir ein kleines Horrorspiel rausgesucht. Und zwar seht ihr es jetzt hier auch schon im Hintergrund. Daylight. Ist relativ alt, aus 2014 glaube ich. Aber soll relativ gut sein. Und ich dachte mir so, in der Kanalbeschreibung steht ja auch, dass wir ein bisschen Let's Plays und ein bisschen Spaß so drumherum machen. Und ich dachte mir, gut, habe ich jetzt mal Lust auf ein Horrorspiel? Nee, habe ich eigentlich nicht. Aber ich denke, das wird ganz lustig sein. Ich werde für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Und ich hoffe, ich sehe das mal als Challenge an, das zu beenden. Ich bin nicht so der Horrorfreund eigentlich. Ich habe Slender gespielt in diesem ganzen Standardquatsch, aber den Rest habe ich mir noch nicht so angetraut. Und es gab es gerade im Sale bei Steam. Von dem her musste ich mir das einfach holen. Und ich dachte mir, okay, gut, dann zeige ich das doch einfach mal auch hier auf dem Kanal. Und von dem her gehen wir jetzt hier mal rein. Geschichte fortsetzen, ich habe noch keine Geschichte angefangen. Neue Geschichte, Steuerung, ich kenne das Spiel so aus Trailern und ich weiß, was da ungefähr drin passiert, also worum es handelt. Aber was es genau für ein Spiel ist, weiß ich tatsächlich nicht. Es wird so Viertelstunde bis halbe Stunde Parts geben, je nachdem, wie sehr ich Angst habe, selber zu überleben und nicht an einem Herzstillstand zu sterben. Aber Steuerung und sowas, Pause, Karte anzeigen, Leuchtstab verwenden, Signalfackel verwenden. Okay, Shift laufen, ich kann hier auch nichts ändern. Wir werfen Dinge, wir benutzen hereinzoomen, fallen lassen. Okay, gut. Wir starten mal eine neue Geschichte. Ich hoffe, das passt so mit der Beleuchtung. Ich habe hier so ein Google-Fenster offen, dass ich ein bisschen beleuchtet werde von meinem Zweitmonitor. Aber ich denke, ihr solltet mich gut erkennen. Und von dem her wünsche ich uns allen mal viel Spaß damit. Ja, ich bin echt mal gespannt, was uns da so erwartet. Okay, finde die Relikte der Vergangenheit. Enter. Okay, gut. Handy. Ich bin relativ schreckhaft. Also am besten den Ton ein bisschen runterstellen und einfach genießen. Where am I? It's been some time now. This place has been waiting for your arrival. Gather up everything you can. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Alter, was habe ich da im Hintergrund schon wieder gehört, ey? Alter, was ist das hier denn? Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe jetzt schon. Ah, Sarah, no matter where you go, there you are. Häftling 52 hat offenbar Visionen von Schattenmenschen. Die anwesenden Ärzte versuchen fortlaufend konventionelle Therapien, aber ich glaube, wir müssen uns um neue Prozeduren Gedanken machen, die unseren bisherigen Erkenntnissen neue Anstöße verleihen. Gut. Wir sind in einem Krankenhaus? Oder so? Ah, Spieldaten werden gespeichert, alles klar. Okay. Hier kommen wir also schon mal nicht weiter. Alter, ich muss gleich mal die Sensibilität ein bisschen runterstellen. Einstellungsmenü. Mausempfindlichkeit auf 3. Achso, Moment. Änderung übernehmen. Ja. Und tschüss. Ja, so ist ein bisschen besser. Die Mid Island Haftanstalt hat vor kurzem den Namen ihres neuen leitenden Arztes verlautbart. What the fuck? Dr. Walter Mercer. Er ist als führende Persönlichkeit in der Pocken- sowie Tuberkuloseforschung bekannt. New Kipling freut sich einen so talentierten und leidenschaftlichen Rekruten, der bereitwillig den Kampf um die Gesundheit dessen Bürger aufnimmt, an Bord willkommen heißen zu dürfen. Wir sind in der Anstalt. Okay. Ich mach doch lieber wieder auf 4. Tut mir leid. Ganz kurz. Änderung übernehmen. So. Ja, schon besser. Okay. Da hinten waren wir. Aber da können wir hoch. Ich glaube, da. Oh, wo sind wir hier? Verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. 1. Leuchtstäbe. Alles klar. Okay, Tür. Können wir nichts anfangen? Verwende den Leuchtstab. Oh, okay.
Ich hätte ja gerne Sprinten auf meiner Maustaste, ne? Aber anscheinend funktioniert das Ganze nicht so, wie ich das möchte. Oh mein Gott. Also im Moment geht's eigentlich gerade. Aber ich fühle mich schon gar nicht mehr so wohl, wo ich hier gerade bin. Okay, wir rennen mal ein bisschen. Was ist das hier schon wieder? Alter, was ist das denn jetzt schon wieder? Eine Kuh? Oh mein Gott, was? Das Spiel will auf unsere Psyche. Alles klar, ich raste aus. Okay. Ist klar. Alter, wie lange spielen wir? 5 Minuten? Lauf. Alter, wenn ich das jetzt zumache. Und mich umdrehe. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen unten durch die Tür durch. Oder hier? Boah, Alter, Junge, ich muss euch ein bisschen leise machen, nicht schwer. Aber ich bin schon eine kleine Pussy, ist schon klar. Aber. Achso, für alle, die unter 16 oder 18 sind, bitte wegschalten. Nur so nebenbei. Ah, ich glaube, wir können uns jetzt hier noch einen Leuchtstab holen. So. Okay, das sind zu viel. Habe ich den jetzt gerade weggepackt? Wieso habe ich den weggepackt? Auf rechte Maustaste packt man ihn weg. Alles klar. Okay, nicht mehr rechte Maustaste drücken. Oh mein Gott. Ah, ich habe den geworfen, oder nicht? Ah, nice. Ich habe den geworfen. Stimmt. Ich dachte, auf E wirft man. Boah, Alter, ey. Ah, da unten haben wir so ein Navigationssystem. Suche in Behältern nach nützlichen Gegenständen. Verwende Leuchtstäbe. Die Patientin altert 10 Monate. Oh, ein Baby. Wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Alter. Sie dürfen es nicht sehen. Alter, warum drehe ich nicht einfach wieder um und gehe nach Hause? Wieso? Durchsuche die Halle nach nützlichen Gegenständen. Na, Alter, wenn der Stuhl sich jetzt bewegt, gell? Aber die Dinger leuchten ja so. Die Dinger leuchten ja so, wenn wir den. Alter, hört ihr das? Okay, gut, wir gehen hier mal kurz in den Schrank. Inventar voll. Boah, Alter, was ist das denn hier? Was will die hier eigentlich? Wie ist die denn hierher gekommen? Wie kommt man denn bitte hierher? Ich raste aus. Okay, kann ich den Knopf hier drücken? Ah, lol. Angestellte hörten Schreie aus dem Zimmer von Patientin 60E. Als sie dort ankam, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie sie an den Gegenstand kam. Trotz des vielen Blutes waren keine der Verletzungen tief oder ernstzunehmend. Alle Schnittwunden waren oberflächlicher Natur. So als ob sie nicht wirklich verursacht hätten, sich zu verletzen. Versucht hätten, sich zu verletzen. Sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen. Patientin 60E wurde in Isolationshaft gebracht, da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Dr. Mercer hat sich ihr zudem jetzt angenommen. Hoffentlich können wir sie von ihren inneren Dämonen befreien. Ah, ja, bestimmt. Bestimmt. Okay, da leuchtet noch was. Ist der jetzt leer gegangen oder was? Halt's Maul, ich will den Leuchtstab wieder haben. Entzündete Signalfackeln vertreiben Schatten. Jetzt geht's ab, habe ich das Gefühl. Wir nehmen erstmal noch einen Leuchtstab. Ich fühle mich damit irgendwie sicherer, obwohl wir gar nicht so viel mehr sehen. Aber ich glaube, hier hinten haben wir jetzt. Das war jetzt, glaube ich, so ein. Alter! Ist klar! Oh mein Gott! Die ist jetzt nicht mehr hier, oder? Also, nicht, dass ich eine Leuchtfackel benutzen sollte oder so. Signalfackel. War da nicht gerade ein Leuchtstab drin? Boah, Alter. Okay, von da sind wir gekommen.
da können wir noch. Wir gehen erstmal noch hier lang. Alter, da läuft jemand über mir. Und ich raste hier aus. Okay, hier können wir nicht weiter. Alter, der soll mal aufhören da oben. Alter, lass bloß den Leuchtstab an. Lass bloß den verfickten Leuchtstab an. Ich raste hier sonst ernsthaft aus. Und zwar ernsthaft. Da komme ich nicht weiter. Ach, da ist was. Da ist was, da ist was, da ist was. Da ist was. Das Gehirn bewegt sich. Jetzt durchsuch! Oh Gott. Wieso ist da nichts? Alter, ich fange schon an zu schwitzen, Alter. Ohne Witz. Signalfackel gefunden. Oh mein Gott. Okay. I know you're there. Ich weiß, dass du wärst da. Nee, 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 nee. Leuchtstab. Alter, wir gehen erstmal nach links. Ich habe keinen Bock, da geradeaus zu gehen. Boah, Alter, ich habe auch keinen Bock, nach links zu... nach links zu gehen, aber da... Oh Gott. Wir gehen erstmal geradeaus. Oh, Leute, ich habe da voll was übersehen. What the fuck? Hallo? Pflegerin Forster, Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schichten verschwindet. Und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben. Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish. Und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Percy. Gut, auf geht's geradeaus weiter. Hallöchen, was geht hier ab? Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, nicht umdrehen. Oh. Oh, Leute, ich glaube, wir müssen gleich schon einen kleinen Cut machen. Ich habe keine Lust mehr. Okay, da vorne ist noch was Rotes, falls ihr das seht. Und hier rechts ist noch sowas, was glitzert. Das heißt, wir schauen jetzt mal ganz kurz hier rein. Was war was? Was war was? Hallo? Leuchtstab gefunden? Nice. Sehr schön. Hier Alter. Hört ihr das? Hört ihr das? Ich hasse mein Leben gerade. Alter, der Rollstuhl. Hm. Warte mal, da hing noch was, oder nicht? Ja, da hängt doch noch was. Gib mir das. Jetzt umdrehen, weil wir müssen uns umdrehen. Dann, ich kotze gleich. Ich glaube, ich habe das... Ich sollte mal aufhören, so rumzupussen, Alter. Ich, ohne Witz, ich bin die ganze Zeit nur am Rumholen. Ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht darauf gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen, George. Wie war das mit Signalfackel auf 3 oder 2? Der Rollstuhl fickt uns noch. Ich schwöre. Okay, wir müssen jetzt hier rein. Von dem her alles safe soweit. Haben wir keine Taschenlampe oder so ein Scheiß? Ja, okay, doch, aber... Ja, was war das? Was war das? Okay, da ist noch was. Da ist wieder ein Gehirn. Bewegt sich das wieder? Ja, die Gehirne hier, die bewegen sich echt ohne Witz. George! Unten im Heizungsraum geht etwas vor sich. Während meiner Reinigungsarbeit kann ich ständig hören, wie sich da unten etwas bewegt. Und ich versichere dir, es sind keine Ratten. Das ist etwas Größeres. Ich weiß noch nicht was, aber sei vorsichtig, wenn du da unten bist. Adam. Da glitzert noch... Lass den verfickten Leuchtstab an, habe ich gesagt. Signalfackeln gefunden. Alter, Alter! Bitte nicht. Fick deine... I know you're there. Ja, ja, aber ich will hier an das Relikt. Danke. Was? 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 Patient 27C ist besessen von Labyrinthen. What the fuck? Zwanghaftes Verhalten hat ihn dazu
gebracht, sie überall in seiner Zelle zu zeichnen. Nachdem ihm der Platz ausging, begann der Patient ein detailliertes Labyrinth in sein eigenes Fleisch zu ritzen. Es bedenkt seine ganze Brust. Ist es nicht so wie bei unserer linken Hand da, unser Arm? Oh Gott. Teile seines Rückens, seine Unterarme, Oberarme, Oberschenkel und sogar Teile seines Gesäßes der Genitalien. Der Patient wurde mit Hilfe einer Zwangsjacke ruhig gestellt und befindet sich in Isolationshaft. Das heißt, er hat überall auf seinem Körper so ein Labyrinth, wie wir da links, auch auf seinem, sollen wir jetzt hier geradeaus gehen? Mal kurz auf die Map schauen. Ich wüsste nicht, warum wir hier nicht hingehen sollten, ja? Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht echt gut aus. Nee, bitte nicht jetzt. Okay, Sackgasse. Können wir da in die Tür? Nee, nicht. Nimm's wieder. Nicht. Oh Gott, ich bin so dumm. Ich habe rechte Maustaste gedrückt. Ach, nö. Ich habe nur noch eine Signal... einen Leuchtstab. Erstmal rennen. Okay, hier lang. Aber ich muss ja sagen, es macht schon Spaß, so ein bisschen. Also, die ganze Zeit so ein bisschen unter Druck sein. Was ist das? Alter, geh weg, verpiss dich! Oh Gott. Also, sobald das Handy von mir so komisch grisselt... Alter. Ist die da? Ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter sucht mich dort ein, sucht sich dort einen Platz, um mit einer der Schwestern rumzumachen. Oh, so geht es hier also ab. Sorge dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und sich nicht in meinen Heizraum rumtreiben. George. Geht klar. Alter, ich blicke hier gar nicht so richtig durch. In welche Richtung gehen wir denn eigentlich gerade? Hallo? Alter, sei doch ruhig. Du weißt doch, was hier vor sich geht. Da schreibt man nicht Hallo rum. Da versucht man sich ein bisschen zu verstecken. Auch wenn ich wieder solche behinderten Geräusche hier höre. Aber das ist ja egal. So, Predigt. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Wir reden hier die ganze Zeit von so einer komischen Patientin. Es ist leer. Ich dachte, ich krieg da jetzt mal schön einen Leuchtstab oder so. Nee. Okay, hier geht's nach... Moment. Oh, nö, bitte nicht. Oh, hier ist hell. Gewesen, meine ich natürlich. Wo zum Teufel sind wir hier eigentlich? Hallo? What the hell? Was ist denn hier los? Konnte ich hier nicht gerade was benutzen? Hallo? Benutzen. Benutzen. Hier. Oh. Okay. Ah, Leute, ich muss den, glaube ich, zu dem Ausgang bringen. Ich kann jetzt keine Fackel in die Hand nehmen. Leck mich am Arsch. Bedrohung da unten. Alter! What the hell? Och nö, bitte nicht. Schau auf den Teddybären anzuschauen. Bitte, wir haben einen Teddybären. Och nö. Das war jetzt gerade aber echt komisch, ohne Witz. Einfach geradeaus, dann nach rechts. Und dann sind wir schon da, von dem her. Ihr seht da unten ja rechts auf der Map ist so ein Ausgangssymbol. Ja. Alter, ich kann gerade gar nichts sagen. Ich glaube nicht, dass wir so heil da ankommen werden. Vor allem nach diesem Gang hier. Aber wir kommen schon da vorne durch die Tür durch, oder? Nicht nach rechts und links gucken. Einfach gehen. Ah, easy.
So. Und ich würde auch schon sagen, erste Runde gut zu Ende gebracht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Wir haben jetzt 20 Minuten. Wir haben uns die Runde eigentlich fast gar nicht erschreckt groß, außer die ein, zwei Mal. Aber ich denke, jetzt geht's richtig ab. Und wir haben jetzt die erste Aufgabe schon gelöst. Wir wissen so ungefähr, was uns erwartet in dem Spiel. Also, denke ich und hoffe ich mal. Und von dem her, ja, wie gesagt, wenn euch das gefällt, lasst ein Like da oder vielleicht einen Kommentar. Spielt's vielleicht auch selber. Und ich find's ganz geil. Es war jetzt gar nicht schlimm, die erste Runde, aber ich glaube, jetzt geht's schon ab. Also, freut euch auf die nächste Folge. Ich freue mich auch nicht so arg. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh Gott, jetzt habe ich eine Signalfackel. 2 anstatt F2. Bis zur nächsten Folge.